Jetzt habt ihr mich aber erschreckt. Ich bin hier gerade dabei, meine Leukos zu betrachten. Die sind einfach der Hammer. Ich kann mich gar nicht richtig satt sehen. Habe ich ja schon mal ein extra Video dazu gemacht. Findet ihr hier oben eingeblendet. Aber ich würde sagen, lasst uns doch wieder direkt nach England gehen, zu Mike in die Sammlung, weil da geht es jetzt mega spannend weiter. Viel Spaß damit! Hi Helen, good morning. Hi, nice to see you. Yes. Stefan, wo läufst du gerade hin? Natürlich der erste Weg ins Sales Class. Kann man immer noch anschauen. Also erstmal gucken, was du abgreifen kannst hier, gell? Besten Pflanzen sichern. Mal schauen, was reinstecken. Ja, ist schon ganz schön leer hier. Naja. Ja, im Frühjahr sieht es hier anders aus. Kriegt einfach nicht genug, der Junge. Mehr und mehr Leute kommen hier zum Open Day und Mikes Parkplatz ist auch schon ziemlich gefüllt hier. Aus ganz England sind die Leute hier angereist und drinnen herrscht schon ein geschäftiges Treiben. Jeder versucht natürlich die besten Pflanzen abzugreifen, wie es halt immer so ist. Und es sind einige Leute auch da. Und hier werden am Zaun die Preisverhandlungen geführt, weil hinterm Zaun sind die ganzen mitgebrachten Pflanzen stationiert und die werden jetzt hier eben vertauscht oder verdealt, sag ich mal. Wir können ja mal kurz einen Blick drauf werfen, wie es hier hinterm Zaun so aussieht. Also das sind jetzt so die mitgebrachten Pflanzen, die hier überall stehen. Schöne Drosophyllum hier, Drosera, Fliegenfallen, Sarazenia, alles da. Und Mike ist da oben sehr beschäftigt mit dem Teilen der Pflanzen, weil er hat ja die meisten Verkaufspflanzen für dieses Jahr schon verkauft. Hier ist übrigens sein Wassersystem, habe ich euch ja auch schon mal in einem Video gezeigt, das hat er auch ein bisschen erweitert. Mal gucken, wenn nachher Zeit ist, kann ich ja da noch mal kurz drauf eingehen. Und hier oben an der Hütte warten alle aufs Pflanzenteilen. Weil Mike hat ja die meisten Verkaufspflanzen jetzt schon verkauft zum Ende der Saison. Und jetzt kann er aber direkt bei den Schnittlingen eben die Pflanzen einzeln rausmachen und die so nochmal einzeln verkaufen. Und das ist eben das große Gewächshaus hier mit Flava und Leukofüller drinnen. Die Leukos sehen natürlich super aus im Moment. Da schauen wir gleich auch nochmal im Detail rein und gucken uns da nochmal alles genauer an. Hier werden die ganzen Pflanzen frisch eingetopft und geteilt. Und dann kann jeder seine Lieblingspflanze mitnehmen. Sarazenia purpurea, Subspezies purpurea, wächst ja das ganze Jahr draußen. Und der Mike hat hier diese geschickten Schalen. Das sind jetzt 1,20 Meter auf 1,20 Meter, aber gute 10 cm hoch. Und dadurch kann man die eben schön mit Wasser fluten, viel Sphagnum rein. Und da fühlen die sich richtig wohl und können auch große Klumpen ausbilden. Und färben sich natürlich dementsprechend durch die Sonne und Kälte auch richtig schön aus hier. Und hier sind eben alle ganz purpureas drin dann. Lunchtime now. Helen hat hier einiges zum Essen vorbereitet und es wird auch sehr gerne angenommen hier. Und hier in der Küche finden natürlich die interessantesten Gespräche statt. Frisch gestärkt nach dem Mittagessen geht es jetzt ans Eingemachte. Ich zeige euch hier mal ein paar Pflanzen und wir fangen hier am besten mal mit den Sarazenia Leukofüller an, weil die sind jetzt im Oktober natürlich am schönsten. Und hier vorne sticht ja auch gleich schon mal so ein großer Schlauch heraus. Hierbei handelt es sich nämlich um die L12A und die macht halt
riesengroße Schläuche, gerade im Herbst, großer Deckel oben drauf. Ihr könnt es hier sehen, auch wenn ich mal meine Hand drauf lege, so zum Vergleich, sieht man echt, wie groß die ist. Und das Besondere hier ist auch diese dunkle Lippe, die die kriegt. Und einfach so eine kräftige Maserung, Musterung, das sieht einfach super aus. Direkt daneben haben wir auch was Schönes, das ist die L15. Das ist jetzt eine Pubescent-Form vom Citronelle in Alabama, von dem Standort. Macht auch großen Schlauch, dicke Lippe, schön viel Weiß drin, feine Adern, gefällt mir auch richtig gut. Und wenn man hier einfach so durchschaut, es ist unheimlich schwierig, hier Pflanzen rauszuselektieren, welche ich euch jetzt eigentlich so im Detail zeige, weil einfach so viele schöne da sind. Hier ist zum Beispiel die L18, diese Giant Pink Lip. Also weil die diese pinke Lippe macht, und bei der ist auch so das Besondere, die macht so ganz große weiße Fenster, hat diese pinken Adern hier hinten drauf, sieht super aus. Direkt dahinter haben wir die L19 gleich, auch so ein Oldtime-Favorite, die eigentlich auch immer sehr große Schläuche macht. Der hier ist schon ein bisschen größer, vielleicht gucken wir den gleich von der anderen Seite nochmal an. Und der Mike hat jetzt auch so eine Kreuzungsreihe gemacht, wo er quasi L18 und L19 miteinander gekreuzt hat. Zeige ich euch mal hier. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ihr die zwei nebeneinander seht, da kommen also schon richtig geile Sachen raus. Die haben die Nummer L136, stehen aber auf der anderen Seite drüben. Die schauen wir uns dann nachher, wenn wir von der anderen Seite gucken, da auf jeden Fall auch nochmal an, weil das sind echt heiße Sachen dabei. Ne? Hier haben wir was Rotes. Das sieht auch ziemlich cool aus. Da muss ich auch selber kurz aufs Schild gucken. L49A ist es. Das ist eine rote Form von Perdido aus Alabama. Und die roten Formen, die sind ja auch so ein bisschen was Besonderes. Und die stechen natürlich zwischen dem ganzen Weiß natürlich richtig heraus. Wobei die komplette Rotfärbung erst jetzt so langsam einsetzt, wenn halt die Nächte auch wieder kühler werden. Und die Rotfärbung hat immer viel mit der Temperatur zu tun. Und hier die große, die hier heraussticht, das ist natürlich die L87, die Bokasha. Die sieht auch klasse aus. Der Schlauch gehört auch gar nicht dazu. Es ist diese hier, schön rot ausgefärbt auch. Also so rot habe ich sie auch noch gar nicht so oft gesehen. Hier wächst gerade noch ein neuer Schlauch heran. Also ihr seht schon, da ist ziemlich dickes Ding hier, und der wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage auch aufgehen. Da hinten ist noch ein größerer Schlauch, aber den schauen wir uns auch gleich von der anderen Seite nochmal an. Und hier kommen jetzt auch noch mal so ein paar schöne, besondere Formen, zum Beispiel die L107C. Jetzt muss ich gucken, wo sie steht, dass ich den richtigen Schlauch greife. 7C haben wir hier, das ist sie. Das ist eine von Connecticut National Forest in Alabama, und bei der ist halt das Besondere, die macht auch so eine ganz kräftige, pinke Lippe hier. Schönes Weiß, schöne Aderung, das sieht auch echt super aus. Direkt daneben haben wir eine, die L111, die hat einfach so einen schönen dunklen Spot da hinten drin, sieht auch klasse aus. Hier haben wir wahrscheinlich das hier, muss ich schon aufs Schild gucken, Schneeweiß, die L127, eine Alba-Form von Christian Klein. Da sind eh, da hat der Christian echt mal ganz tolle Sachen selektiert, wo er ausgesät hat, und hat hier viele verschiedene Alba selektiert, und da stammt die auch her. Sieht natürlich super aus. Und jetzt gehen wir hier ein Stückchen weiter, und da haben wir so ein bisschen so pinkfarbene, die hier ins Auge stechen, L131. Da muss ich nur geschwind die Kreuzung nochmal anschauen. Das ist die Ruby Joyce mit einer Leukophylla Alba gekreuzt. Und dabei ist eben diese schöne entstanden, die so einen ganz leichten Hauch von Rosa drauf hat. Und das dunkelt da noch ein bisschen nach. Bei dem Schlauch sieht man schon ein bisschen Ärger. Und das dunkelt sogar so weit nach, dass es sich so rötlich-rosa ausfärbt. Aber gerade die frischen Schläuche, wenn die nur so ein bisschen diesen Hauch von Rosa da drauf haben, das sieht halt einfach super aus. Und auch dicke weiße Lippe, das ist halt wieder so typisch von der Alba her. Und viel Weiß oben drin, sieht klasse aus. Weiter geht's ja auf der anderen Seite, und wir fangen hier mal bei der Schnells Ghost an. Ich glaube, Franz Beckenbauer würde sagen, it's a classic. Und das ist halt auch eine, die schön weiß ist, viel Weißanteil hat. Die frischen Schläuche, die sind immer so ganz grünlich, und die färben dann noch so ein bisschen nach, kriegen also ganz leichte rötliche Aderungen. Ist aber auch wirklich so ein Klassiker, sage ich mal, den man auf jeden Fall in der Sammlung haben sollte. Dann haben wir hier L13, die sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Hier haben wir die L19 nochmal, von der anderen Seite habe ich gesagt, schauen wir uns die nochmal an. Die mal auf die Seite räumen, so, das sieht man sehr schön. Also das ist wirklich auch ein absolut toller Schlauch,
schöne Pflanze. Und da stimmt einfach das Verhältnis zwischen Weiß und der pinken Musterung. Jetzt können wir hier mal die L53 zeigen. Das ist auch so was Rötliches, also die hat auf jeden Fall einen Einschlag mit Alata. Da ist wahrscheinlich 2-3 Generationen vorher mal eine Alata eingekreuzt am Standort. Die wachsen ja durchaus öfters mal zusammen und daher kommt wahrscheinlich hier die rote Farbe. Man sieht es auch wirklich am Deckel schön, diese ganze Biegung, was der hat, dass da auf jeden Fall Alata mit drinnen ist. Hier haben wir jetzt die L58B, da können wir mal eine große Hurricane Creek White zeigen, wo ich sagen muss, die gefällt mir jetzt auch ganz gut eigentlich. Die habe ich sogar auch in meiner Sammlung, bloß eben noch nie so groß gehabt. Also die gefällt mir jetzt echt gut, wenn ich die hier so groß sehe. Da ist die L58A und die wächst hier auch genauso, wie sie bei mir immer wächst. Selten, dass ich den Schlauch mal komplett öffne. Das ist jetzt der Frühjahrsschlauch und hier sind die Herbstschläuche und die bleibt irgendwie immer so komisch zusammen. Öffnet sich gar nicht richtig. Also irgendwie die L58, ich mag es ja nicht so. Aber es gibt ja zum Glück auch noch viele andere schöne Klone. Hier haben wir die L78, das ist ein schöner Klon von Santa Rosa County. Auch schön viel Weiß, sehr breite Öffnung hier oben und auch die tolle Aderung. Also ihr merkt schon, es läuft immer darauf hinaus, so vom Verhältnis zwischen dem Weißanteil und der Aderung. Und man will halt möglichst wenig Aderung haben und viel Weißanteil. Das macht halt immer so einen guten Schlauch aus. Und dann ist halt noch das Entscheidende, wie weit zieht sich das Weiße so nach unten. Und je weiter runter es geht, umso schöner sieht es natürlich aus. L84, so ziemlich eckig, kantig hier an der Lippe. Sieht auch ganz interessant aus. Auch so ein langes Schwänzchen hier oben am Deckel vorne dran, ist auch ganz witzig. Und jetzt sind wir hier bei der großen L87, die Bokasha, wo wir gesagt haben, die schauen wir uns noch mal von der anderen Seite an. Und das ist echt ein Monster. Die ganze Hand passt hier rein. Ah, Hilfe. Also echt geil. Und der Schlauch, ja, einen Meter hat er nicht ganz, aber ich denke mal so 90 cm würde er schon schaffen. Also auf jeden Fall ein Trümmer da. Hat ja der Andrea Amici dieses Jahr beim Italien-Treffen im Iran die große dabei gehabt. Mit 1,24 Meter waren es, glaube ich, der Frühjahrsschlauch. Gibt es ja auch die Bilder bei mir auf meinem Instagram-Account. Wer mir da folgt, der hat es wahrscheinlich alles mitgekriegt. Habt ja auch ein paar Stories dazu gemacht. Wer mir noch nicht dort folgt, natürlich auch unbedingt mal bei Instagram vorbeischauen. Da habe ich ja jetzt auch schon das ganze Wochenende von hier gepostet. Also da ist man immer auf dem Laufenden, was so hier aktuell passiert bei mir. Oder in der Gärtnerei und überall. Hier haben wir L104F. Das sind so vom Bilgossen Box so ein paar Selektionen. Die sind auch, die werden nicht ganz so hoch, die Schläuche, machen aber schöne breite Öffnungen. Und da gibt es eben die Klone A bis F. Und auch eigentlich wunderschöne Klone, viel Weiß. Und die machen halt alles so ein bisschen so ein, wie sagt man denn da, so einen breiten Schlund einfach. Gefallen mir auch sehr gut. Bei den Hybriden wollen wir uns heute mal die Saracenia Murai ein bisschen genauer anschauen. Das sind also die Kreuzungen zwischen Flava und Leukophylla. Die gehören mit zu den begehrtesten Hybriden überhaupt, weil die natürlich schön groß werden. Also viele erreichen da guten Meter und auch mehr und die machen halt richtig fette Schläuche. Und da gibt es ganz tolle Formen und Farben. Die Farben vor allem, die sehen halt überall anders aus. Und wir haben halt hier so den Klassiker, die H112 Lea Wilkerson. Die kommt jetzt aus Florida, aus dem Wilkerson Bock. Und ist nach der Lea Wilkerson benannt, also der Eigentümerin. Und die wird halt, also das Größte, was wohl je gemessen wurde, 1,35 Meter. Aber das sind dann die Frühjahrsschläuche, die Herbstschläuche sind nicht mehr so spektakulär. Und genau hier nebendran haben wir was sehr, sehr Geiles. Das ist nämlich die H192, die Esme Collard. Das war die Großmutter von Mike. Der hat mal eine ganze Reihe an Kreuzungen gemacht zwischen der L18 und F18. Und da hat er einige Pflanzen dabei selektiert und diese Esme Collard hat er eben nach seiner Großmutter benannt und die wird auch richtig groß, macht so einen ganz dunklen Schlund,
Und der Deckel ist natürlich hier schon am Absterben und die einzelnen Schläuche, weil jetzt ist natürlich Herbstzeit, ist ja klar. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Klon. Einer, der noch gar nicht so alt ist, ist hier die H260. Das ist die Praetorian Guard. Und die wird halt, also fast schwarz, die ist halt mega geil, wird auch riesengroß und hat so einen ganz, ganz leichten Ansatz an Fenstern, aber den sieht man schon gar nicht mehr, weil der Deckel schon schwarz ist. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen, den kleineren Schlauch, der ist eigentlich noch ganz gut aktiv, also sieht auch richtig schön aus. Und das dunkelt dann aber auch alles nach und dann wird es so richtig schwarz, also sehr, sehr geil. Hier haben wir noch eine schöne Kreuzung zwischen Adrian Slack und Leukophylla, H268. Also Adrian Slack ist natürlich auch immer ein super schöner Kreuzungspartner. Die steht übrigens direkt nebenan hier. Hier haben wir die Adrian Slack, aber die kennt ihr wahrscheinlich schon zu Genüge. So einen ganz weißen Deckel, leichte rosa, rötliche Färbung. Und das ist jetzt einfach die Adrian Slack nochmal mit einer Leukophylla gekreuzt. Ja, bei den Flaras könnt ihr mal kurz so drüber schauen. Aber das seht ihr selber, es sieht alles schon so ein bisschen traurig aus, aber das ist ganz normal um diese Jahreszeit. Da kann man einfach keine schönen Schläuche mehr erwarten. Und für die Flavas ist der Tag der offenen Tür im Juni natürlich immer das Entscheidende, weil da stehen die alle voll im Saft und sehen richtig klasse aus. Aber deswegen gibt es ja auch die Herbstschläuche und die sind halt jetzt im Herbst, im Oktober richtig schön. Vor allem die Leukos eben. Deswegen da kann ich auch gar nicht dran satt sehen, weil die einfach so geil sind. Hier möchte ich euch noch mal so ein paar Saracenia Minor zeigen. Da haben wir hier angefangen mit der M15, die sich so ziemlich rötlich ausfärbt. Sieht richtig klasse aus. Und das sind jetzt Okefenokee-Formen, also die Saracenia Minor-Variante Okefenokee. Die kommen aus dem Sumpf. Okefenokee heißt der idealerweise, ist da in Nordflorida. Und die werden eben ziemlich groß. Also die können auch bis zu einem Meter groß werden, machen schöne, dicke Klumpen, das sieht super aus. Und jetzt im Herbst färben sich da eben auch viele so rötlich aus und kriegen sie nochmal einen ganz anderen farblichen Kontrast. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die M7, das ist auch eine Okefenokeensis. Der Schlauch jetzt aber schon ein bisschen braun und am Abwelken. Nebendran noch die M6. Und ihr seht auch die Deckel, die sind überall ganz anders. Der hier ist jetzt wie so ein Helm drüber, verschließt es alles so ein bisschen. Während hingegen die M5, die hier steht, die hat jetzt einen ganz weit offen stehenden Deckel, sehr lang gezogen. Sieht super aus. Viele weiße Fensterchen hinten drin, fetter Schlauch. Ich kann mal meine Hand zum Vergleich ein bisschen drauflegen. Klasse. Hey Matze, du machst schon Pflanzen. Versand fertig oder Flugzeug fertig? So sieht's aus. Hier wird schon fleißig eingepackt. Siehst du hier, was hier so alles rumsteht, was jetzt so die Beute ist vom Wochenende oder von gestern und heute eigentlich. Das muss natürlich alles im Flieger mit und ich habe ja nur Handgepäck, oder wir haben ja alle nur Handgepäck. Und ja, solche riesen Dinger kann man jetzt im Handgepäck schlecht mitnehmen. Die werden einfach runtergeschnitten, das ist gar kein Problem. Weil die Schläuche ziehen sich im Herbst jetzt ja eh alle zurück. Bei der Flava hier sieht man es ja schon sehr schön, wie braun die ist. Deswegen das einfach alles runterschneiden. Dann hat man nur noch so ein paar Rhizome, die man dann hier nachher mitnimmt. Das heißt, die packst du jetzt auch noch in Küchenpapier ein? Also in genau, da kommt einfach Zewa, bisschen Wasser. Dass es ein bisschen die Feuchtigkeit hält. Und dann kommt es in den Plastikbeutel rein und kann nachher alles ins Handgepäck. Verpackt und in die Tasche und einfach in den Flieger mitnehmen. Genau, ganz easy. Cool, läuft. Alle sind hier fleißig am Packen und Teilern. Mike teilt hinten die Schnittlinge. Stefan schreibt die Schilder. Und Margot tütet alles ein. Und so finden die Pflanzen dann ihren Weg ins Gepäck. So Leute, ihr habt ja heute schon alles gesehen, was hier so beim Open Day los war. Da ging schon ziemlich viel über die Bühne. Es waren viele Leute hier. Und Mike ist jetzt hier bei mir. Dir hat es heute auch gut gefallen. Ja, sehr gerne. Grüße. So, er spricht ja ein bisschen Deutsch, wie ihr wisst. Aber um der einfachen Verständlichkeit vorzubeugen, werden wir das ganze Interview jetzt auf Englisch machen. Aber es ist sehr easy English. Easy English, ja. So, like the Deutsch. Yeah. So, jeder sollte es eigentlich verstehen. Und ich habe ja im Vorfeld schon bei Instagram gefragt, was wollt ihr denn von Mike wissen? Weil ich bin ja jetzt das ganze Wochenende hier. Habt ihr spezielle Fragen an Mike? Und da haben sich eigentlich so 4 Hauptfragen rauskristallisiert. Und die möchte ich Mike jetzt gerne stellen. So, Mike. I told you before, I make some questions on Instagram and people want to know first, what is your favorite plant? That is a very good question. Gute Frage.
Eine gute Frage. I have not got one particular plant. My favorite plant is whatever's looking good at any particular moment. I suppose L131, which is this one here, will go bright pink. And this will go something really electric pink within a few weeks, but you need to have a frost on it to get it that way. It's unusual, comes from Japan. So that's one I look for, but on the other hand, L107 is nice. Yeah. With that red throat. So you don't have one favorite plant, it always changes and it depends on the color of the size. And if you look to the back over there, the taller one over there is one of my crosses, L18 times L19. That will develop a very high color in the end, and it also grows enormous. 1 meter same, let's say, Yara. So it's a big one. Yeah. But so then you have flowers in the summer. So where do you go? Yeah, I understand totally. So 2000 Fischine der Art from Saraceni here. Yeah. So ich fasse nochmal kurz zusammen auf Deutsch, die es nicht ganz so verstanden haben. Also er kann sich nicht für eine richtige entscheiden. Er mag halt hier so ein paar Leukophyllas, aber es ist immer sehr unterschiedlich nach Jahreszeit. Gerade im Frühjahr sind halt die Flavas richtig toll oder auch die Murais mag er sehr gerne. Aber jetzt zur Leukozeit, dann hat er hier halt so 2, 3, die ihm besonders gut gefallen. So, the next question is, maybe you said about L133, this is from your breeding program. L136. Many people ask me, what is the target with your breeding program? Okay, so I think everybody likes white plants with red throats. Yeah. I'm repeating, obviously, everybody is those same crosses. My target is to have something which is big, colorful, pink with red, or a red shoe with a white top and a red throat, like Flavari Gellii. But the thing is, where do you stop? I think if we all breed many thousands of plants every year, seedlings every year, you'll find a few which are really outstanding. Literally what comes out of the seed pod is driving it. This year across M18, the giant miner with Leah Wilkerson. Yeah. That would be interesting. I don't think it's been done before, but both grow huge here. So. That's what I'm excited about because, a Moriae minor cross, it's not normal. I don't know any of this cross. No. So I've done it. Yeah. So I'll get seed off it. Yeah. And then, like everyone, you put Maxi and LED lights. I'll have to do that to keep up with everybody else. but as you can see, the greenhouse is full. So the breeding program means I'm going to have to make this 4 meters longer. For a special place for seedlings and make more cold frames for more seedlings. And Stefan, if you show underneath the bench, there's plenty of space for more seedlings and cuttings. So, this is to be filled. So, in total, you like very colorful plants, large. Large plants, colorful, and you like a lot of white plants. Yeah, white and pink and reds and things in different shape. I'll leave it to the professional growers like Matt Soper with the very colourful short ones because obviously there's a mass market for that. Yeah. I can't do mass market, but it can certainly appeal. Big colourful plants always appeals, and I think the collectors among us like something pink, something white, something that's really pretty or brutal. That's why we grow thousands. So, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also er hat gesagt, er mag am liebsten sehr farbenfrohe Pflanzen, die richtig knallige Farben haben, die natürlich auch sehr groß werden. Groß und farbig müssen sie sein. Und er mag auch sehr welche, wo sehr viel Weißanteil haben. Das sind so die drei Hauptpunkte. Yeah. Und das gefällt ihm so am meisten. And this brings us to our next question, because you told already you want to rebuild your greenhouse and make it 4 meters longer. That's right. And one question was, what's your plans for the future? The plans for the future is exactly that. So the plans will be to lengthen this 6 main lengths longer. Yeah. Own crosses, separate. Away from everybody for your else's breeding program. Yeah, exactly. So you can see what's different, what's new. Yeah. Really to appeal there. It's a bit further to walk down there, but really I have to stay within this space in the garden. The other plans is
The two greenhouses have become one. Okay. So I have about 30-40% more growing space, but I'm... How much is it in total then? Oh golly, so that will work it out. That will be about 18 meters, and this will be 25 meters long greenhouse. So how many square meters in total? This one already is 80. 80, 90 square meters, 90. And adding another will take it up to another approximately 600-610 square meters in one house, and then the other one would be 3.3 times 18. I've got the calculator, but it's approaching 20, getting close to towards 200 square meters over the space, which is, you know, because then I have a job. Yeah, I know. And I work for a German company too. That's why you speak German too. Yeah. For that together, it's also a workload thing. I'm 55 this year, so we're not getting younger. But I want to make it easy that I can also make the watering in the end. At the moment, I use it. You want to automate? Just for your daily sport life. Yeah, completely. but it's keeping me strong. But there will be a point when I'm 75, when I won't be able to do it anymore so easy. Yeah. You know. So, but here everything's flat. I can work on something with pumps, with solar panels. I can run it after nothing, and make it easier for me. Okay. So I can grow more plants. Yeah, so I will make the summary. So seine Pläne für die Zukunft ist einfach, das Ganze noch ein bisschen zu vergrößern hier. Er möchte gerne so auf ungefähr 200 Quadratmeter erweitern. Jetzt sind es ungefähr so 160 square meters now, and you want to go to 200, right? So auf ungefähr 200 weiter, und möchte die Sammlung gerne ein bisschen übersichtlicher machen, dass einfach das sein Zuchtprogramm nochmal ein bisschen separat ist, dass man sofort sieht, was es da Neues gibt und wie haben sich die Pflanzen alle so entwickelt, die er bisher schon selektiert hat. Und eine Sache, die ich ihm schon lange sage, automatisiert auch dein Wassersystem. Jetzt will er es endlich durchziehen. Automatic Water System. Weil im Moment wird ja alles noch von Hand gegossen und es wird jeden Tag hier die Gießkannen reingetragen, was eigentlich so sein tägliches Sporttraining ist. And the last question is, so in the last video from last year when I visited you, we spoke a lot about the peat-free mix. Yes. And people are very interested in this peat-free mix and want to know the results. Are you happy with it? Do you change something? And what is exactly the mix? Maybe you can say a few words about the mix itself. So there's nothing secret about the mix. I'm huge. My main driver in life is climate change. Mm. Yeah. And those who've been here, we'll see what I've done with solar and electric cars, but the other part of it is what we do in our cultivation. And really, for Saracen, you don't need peat. Mm-hmm. And if you have a look, I think the plants don't look too bad. So with my experiences, you get a lot more root, you get a lot more vigor in the plants, and they're cleaner. They don't get the fungal problems like you can get with peat. So that's the driver. The results are, you know, when you have more roots, you get bigger plants. They seem to get something from that. And if you look where Saracenia grow in the wild, Flava in particular, Leucophylla, then there's no peat to be seen. It's quartzite sand. And the only other vegetation are pine trees. So the mix is two parts pine bark, which is being ground very, very fine. Fresh pine down 0 bis 5. Okay, yeah. 0 bis 5. Yeah, so it's a very fine. It's a byproduct from the forestry industry. Yeah. And it's pH 5.5. So it's very much like acid. It is our acid, which is great. Perlite, one part. And the other part you can use in your country, quartzite sand. And I'm using granitic. Cornish grit between 5 bis 6 millimeter. Okay. Yeah. Let me make a summary first, before I forget. So, die Frage war ja, weil ich ja letztes Jahr schon hier war und das ein bisschen vorgestellt habe mit dem ganzen torffreien Mix, und da kamen jetzt sehr viele Fragen zu, wie er denn mit dem Ergebnis zufrieden ist und vor allem auch, wie der Mix genau aussieht. Und Mike beschäftigt sich halt sehr viel mit der Klimaänderung,
was wir haben. Er hat ja auch schon das ganze Dach mit Solarzellen voll. Seine Autos fahren voll elektrisch. Die speist er über die eigene Stromerzeugung ein. Und das ganze Haus wird auch von sich selber getragen durch die Stromerwinnung der Solarzellen. Also da ist er auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und das Ganze möchte er aber auch auf seine Sammlung übertragen, dass er das eben hier auch komplett ausbaut. Und deswegen stehen die Sarazenen ja alle torffrei, um einfach aus Umweltschutzgründen. Und wie ihr sehen könnt, das Ergebnis spricht ja für sich. Und der Mix, es ist auch kein Geheimnis, wie er gerade gesagt hat. Es sind zwei Teile Pinienrinde. Die sind von der Körnung her 0 bis 0,5 mm. Und dann kommt One Pot Perlite, right? One Pot Perlite. Yeah, ein Topf Perlite und nochmal ein Topf, Cornish Grit heißt es hier. Das ist quasi so ein Granitsplit. Wenn man das nicht erhält, kann man auch einfach Quarzsand nehmen, vielleicht so verschiedene Absiebungen. Also zwei Teile oder zwei Töpfe feine Pinienrinde, ein Topf Perlite und ein Topf Quarzsand. Das ist seine Mischung und damit ist er eigentlich sehr erfolgreich hier. Yeah. And anything else about the peat free mix? Yeah, so you get less moss on top, you get a little bit, but not so much. Yeah. That makes it easier for the plants. Yeah. Really, you don't get the fungus problems you can get from going from soil to plant. Mm-hmm. That's history. Okay. And you can reuse it. It doesn't. It has a 5-6 years old. It's still okay. You can recycle it. Yeah. Yeah. So. Ja, ja. Ich fasse auch nochmal das zusammen kurz. Also er sagt, man hat einfach viel mehr Wurzelwachstum, weil das Substrat sehr locker ist. Dadurch hast du einfach viel besseres Wurzelwachstum und besseres Wurzelwachstum führt auch natürlich zu größeren, schöneren Pflanzen. Und ein Hauptpunkt ist aber noch, dass man einfach viel, viel weniger Pilzprobleme hat. Der Torf führt oftmals zu Pilzproblemen, weil es auch mehr nass ist, gerade ums Rhizom herum. Und hier hat man die Oberfläche immer trocken und dadurch ist das Rhizom auch trocken, was zu viel weniger Pilzproblemen führt. Und die Pinienrinde ist auch noch so ein bisschen pilzhemmend. Und sie ist ja auch sauer, so pH-Wert 5,5 etwa. Dadurch haben wir auch wieder so ein leicht saures Milieu. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, gerade beim Frischtopfen, dass man dann den Wasserstand extrem hoch hält, weil die Wurzel, weil das Substrat das Wasser einfach nicht so saugt. Deswegen ist es auch an der Oberfläche immer sehr trocken. Und deswegen beim Frischtopfen den Wasserstand unbedingt sehr hoch halten, bis die Pflanzen runtergewurzelt sind. Ja. So, I think that's all, Mike. Okay. And thank you very much. It was a great pleasure to be here again. And I will come in the future as well. And I don't care about Brexit. No, I don't, as you probably guess, I don't want Brexit. But yeah, I know. I hope to see many of you next time or in the next years. You're all welcome. And when it's an open day, if you're coming from Germany, we make it an open weekend, Friday to Sunday. And then like in the past. Of course, absolutely. Also hier nochmal der Aufruf, ihr dürft auch in der Zukunft gerne zum Open Day kommen. Und er hat gerade hier vor der Kamera versprochen, er macht ein super Open Weekend, nicht nur einen Tag, ein Open Weekend, nur für die Deutschen. Weil das haben wir auch in der Vergangenheit schon immer gehabt, so in der past we had big weekends. Yeah, and the same. Yeah, und wir haben immer so ein ganzes Wochenende gemacht, wo wir andere Leute besucht haben. Also so wie wir es jetzt eigentlich auch gemacht haben, aber der Mike hat uns dann immer rumgeführt und noch mehr Sammlungen und alles gezeigt. Und sowas plant er auf jeden Fall, wenn viele Deutsche kommen. Deswegen der Aufruf an euch alle, kommt gerne zum Open Day nächstes Jahr vorbei. Okay, super. Thank you very much, Mike. Thank you. So, ihr seht schon, Leute, wer hier den ganzen Tag hart arbeitet und schwer einkauft, der muss auch abends gut essen. Deswegen sind wir jetzt hier beim Pub, beim Carvery. Und hier kann man sich hier verschiedene Fleischsorten, also einen schönen Braten raussuchen. Dann gibt es hier so eine Art Yorkshire Pudding, heißt es. Das ist so ein bisschen was wie so eine Pastete. Und dann gibt es hier eben das ganze Gemüsezeug, wo man sich den Teller ordentlich vollladen kann und auch richtig satt wird. Ich freue mich drauf, weil das jedes Mal ein richtiger Genuss hier. Marco, you like it? I will tell you later. Teller kann nie voll genug sein. Sehr geil. Sehr geil. Und jetzt noch die Soße. Die Soße, natürlich. Was ist denn das? Das ist die Minzsoße, ne? Ja, da stehen die Engländer drauf. Die kommt überall drüber. So, anhand der Tellergröße sieht man ja sofort, wer hier hart gearbeitet hat. Die große Portion.
Stefan war heute nicht ganz so fleißig, da ist der Teller ein bisschen kleiner ausgefallen. Und Marco, der will ein bisschen abnehmen. You are on diet, right? Ja. So, wir hauen jetzt hier rein und genießen es natürlich mit einem schönen, kalten Bier dazu. Ist keine Cola. Guinness. So Leute, wir haben jetzt hier schon 11 Uhr nachts mittlerweile. Wir sind alle drei schon ziemlich platt, weil es war jetzt doch ein anstrengender Tag heute. Ganze Zeit durchs Gewächshaus laufen, Pflanzen raussuchen, Videos drehen, Bilder machen. Also hat super Spaß gemacht, war mega geil, aber wir sind jetzt alle richtig platt. Und gut, die letzten Nächte waren natürlich auch sehr kurz. Und morgen müssen wir auch schon wieder um 6 Uhr aufstehen, weil es dann eben nach Wales weitergeht, zum Ian Salter runter. Und da müssen wir doch eine ganze Weile fahren. Deswegen heißt es jetzt erstmal ab in die Kiste. Oder ich bin ja schon im Bett. Aber jetzt erstmal schlafen, damit wir morgen fit sind. Und dann geht's weiter nach Wales. So, ist noch früh am Morgen. Jungs, seid ihr gut drauf? Alles super. Liebe früh aufstehen. Die Beute von gestern. Und jetzt schwingen wir uns ins Auto und es geht Richtung Wales runter zu Ian Salter. Nein, Leute, es ist noch nicht Weihnachten. Wir haben hier gerade ein Gartencenter gefunden. Und als drei Carnivores Plants Grow können da natürlich nicht vorbeifahren. Jetzt sind wir hier in so einem Winterwunderland gelandet. Mega geil. Und es duftet hier so nach Nelken und Orangen. Und hammergeil. Also hier kommt schon richtig Weihnachtsstimmung auf. Oh, hier gibt es sogar eine Eisenbahn. Cool. Die haben eigentlich noch gar nicht offen. Aber wir haben uns einfach mal hier reingeschmuggelt. Yay, wir haben sogar ein paar Karnivoren gefunden. Und natürlich wie immer typische Baumarktqualität. Nach einiger Sucherei haben wir es jetzt doch geschafft, die Pinkies zu finden, die hier, wie ihr sehen könnt, direkt am Straßenrand wachsen. Und hier kommt eben so ein kleines Bächlein runter, das hier so die Wiese überflutet. Und genau hier wachsen dann die Pinks drinnen. Vermutlich ist es Pinguicula vulgaris. Könnte auch Grandiflora sein, aber ich würde eher auf vulgaris tippen. Das Besondere hier ist, dass die ihre Blattränder ziemlich weit einrollen. Also so habe ich die Pinks auch noch nie gesehen. Und was mich ja verstaunt, die sind alle noch ziemlich da, weil bei mir daheim sind sie schon ziemlich weit zurückgezogen. Die Blätter sind alle schon ziemlich braun. Und hier seht ihr auch hier sehr schön, hier in der Mitte ist jetzt die Winterrosette schon gebildet und die Blätter werden dann alle braun und sterben ab. So, wir sind jetzt hier gerade beim Ian angekommen, hier in Wales. Und ich bin schon sehr gespannt, wie seine Gewächshäuser aussehen, weil hier gibt es jedes Jahr was Neues zu entdecken. Und ich würde sagen, aber bevor wir ins Gewächshaus gehen, lasst uns mal draußen das Moorbeet angucken. Da habe ich ja auch schon mal das Video gemacht, das wo so im Kies eingebettet ist. Ich blende es euch gerade mal oben ein, weil das ist nämlich hier vorne schon. Und ich finde, es sieht wieder richtig geil aus. Lasst euch nicht täuschen von der Herbstsituation gerade. Also gerade die großen Flavas seht ihr ja hier. Die sind jetzt alle schon umgekippt und hier drunter, da hat es noch Porphyria drunter, die auch mega groß sind. Und hier hängt alles voll mit dicken Samenkapseln dran. Ja, da werden tausende von Samen drin sein überall. Hier haben wir die Venosa, die sieht natürlich wunderbar aus im Moment. Oh, da ist sogar Pinguicula grandiflora, muss man aufpassen, dass man hier nicht drauf tritt. Stefan sucht sich wieder die schönsten Pflanzen raus hier. Immer, gell? Ein Kännchen für. Na, was hast du denn Schönes gefunden? Was ist denn das da? Das ist die große Flava hier. Das Riesenmonster-Ding. Ah, wow. Schau mal den Deckel. Hammer. Eigentlich eine Cuprea. Frisst die ganze Hand, gell? Riesig. Schlickst du einmal. Riesig geil. Ja, und dann habe ich noch eine kleine von der da hinten. Kannst du die mal zeigen? Ah, die habe ich mir auch genommen. Ja, die sieht super aus. Super geil, ne? Das ist eine Kreuzung zwischen Psittacina und Minor Okefenokee Giant.
So, die wird bestimmt richtig groß werden und hat dann diese lustigen Helmchen oben drauf. Erinnert mich irgendwie an so eine Comicfigur, aber ich weiß gerade auch nicht so richtig an was, aber sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Ein super Kontrast, ne? Ja. Mit den weißen Fenstern und dem ganz dunklen Deckel. Hier sind halt die ganzen Fliegenfallen drin. Da sind einige schöne Stücke dabei. Hier, das ist die D23. Die macht so ganz tolle Ausfärbung. Irgendwie so ein bisschen, ja, so pinklich, aber so sehr ins Rötliche laufend. Hier sind so ein paar Züchtungen von ihm. Also man muss dazu sagen, der ihn, der zieht ziemlich viel aus Samen immer selber, macht viel Selbstbestäubung. Und vor allem bei den Sarazenia kommen da immer unheimlich interessante Sachen raus. Das hier unten sind auch so selektierte Klone von ihm. Das sieht richtig geil aus. Klar, es ist schon Herbst, da hängen natürlich jetzt viele schwarze Blätter dran. Aber das ist ganz normal um diese Jahreszeit. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, im Sommer, wenn hier Hauptsaison ist, das sieht halt super aus. Hier oben, das ist ohne Schild. Ah, das ist aber die Giant Sand, ja. Ja, erkenne ich es doch. Die wird halt auch riesig. Also mal zum Vergleich, wenn ich sowas in die Hand nehme. Also ihr seht es hier, das ist so groß wie meine ganze Hand. Das sind gute 20 cm, was sie im Durchmesser hat und noch mehr. Mega geil. Er hat gesagt, er hat die Fliegenfallen alle kürzlich erst frisch getopft, weil er da so ein kleines Pilzproblem hatte. Hat die alle desinfiziert, alle Rhizome raus. Oder nicht neulich, aber dieses Jahr eben. So, und hier hinten in dem Teil haben wir noch ein paar schöne Sarazenia drin. Hier vorne. Könnt ihr meine Hand noch sehen? Ein riesen Trümmer. Mega geil. Das ist die F275. Das ist so eine Giant Form from Ronnie H. Ich glaube, Hey Heyerbauer oder irgendwie so heißt er mit Nachnamen. F275, mega geiles Teil. Ja, hier, das ist die L50. Das ist so eine Alba-Leuko, aber ich weiß nicht, die hat irgendwie so einen ganz komischen Wuchs. Ich habe die zwar auch, aber die wird irgendwie nicht so richtig groß. So, hier haben wir eine schöne Murai. Elisabeth heißt die einfach nur. Hat aber eine sehr schöne Ausfärbung. Da hinten Lea Wilkerson natürlich, klar. Fetter Schlauch hier, Riesenöffnung. Wir sind auch schon die ganze Zeit am Wochenende am Diskutieren, was denn dieses Weiße hier ist. Das haben wir jetzt schon relativ oft hier in den Sammlungen gesehen. Der Stefan hat es auch bei sich daheim. Ich habe es bei mir noch nie gehabt. Und es ist wahrscheinlich irgendwie so kristallisierter Zucker. Aber dann wäre es ja überall. Und ich habe es noch nie gehabt und manche andere Engländer haben es auch noch nie gehabt. Deswegen vermuten wir, dass es irgendwie kristallisierter Zucker ist in Verbindung mit irgendeinem Pilz, der sich davon ernährt oder so. Also ist nicht schlimm, das macht den Pflanzen nichts aus. Es sieht halt jetzt einfach nur ein bisschen unschön aus. Hier ist ein Megateil. Also die ist auch über einen Meter hoch, auf jeden Fall. So sehen die aktiven Schläuche aus. Also es ist eine Murray von Ian McKay, heißt der. Ian McKay. Die habe ich von Ian letztes Jahr gekriegt. Allerdings ist meine noch nicht so groß, aber wunderschöne Farbe. Hier haben wir die L12A von Mike. So eine Giant Form, Giant Leukophyller. Sehr schick. Ja, und es gibt noch ein paar Gewächshäuser mehr da drüben, wie ihr sehen könnt. Und da geht's jetzt weiter. Hier wird schon heiß diskutiert und die besten Pflegetipps ausgetauscht. Und das hier ist jetzt der Blick ins ganze Gewächshaus. Also es ist nur so ein Folientunnel hier. Aber sowas bewährt sich unheimlich. Ich möchte euch gleich hier vorne mal so eine anthocyaninfreie Psittacina zeigen. Die sieht halt Hammer aus und die hat auch einen ganz interessanten Wuchs. Sieht aus wie so ein Fächer so ein bisschen. Die hier sieht auch toll aus. Und jetzt gehen wir doch einfach mal ein bisschen rein und schauen uns so die Highlights an. Jetzt ist es bloß, muss ich halt hier gegen die Sonne filmen. Dadurch ist es vielleicht teilweise ein bisschen dunkel. Aber ich glaube, ihr könnt schon ziemlich gut erkennen, um was es sich hier dreht. Das hier ist die M18.
Das ist eine Mino vom Oki Finoki, so eine Giant Form von der Reading University. Und hier ist die Frogspawn. Ja, die heißt wirklich so. Aber ihr könnt euch schon vorstellen, hier diese abgeschnittenen Schläuche, da waren riesen Trümmer dran. Die habe ich letztes Jahr hier zum ersten Mal gesehen. Und da war das ein mega fettes Ding. Also das war so groß wie meine ganze Handfläche, der Kopf hier. Und ist jetzt nicht so spektakulär, aber die Größe ist halt gewaltig. Und es ist hier eine Flava, nee, eine Alata mit einer Mino Oki Finoki Giant gekreuzt. Und hier sind frisch eingetopfte und dann nochmal ein riesen Rhizomschnittling. Sieht aus wie irgendwie so eine riesen Ingwerknolle oder sowas. Ich muss mal meine Hand daneben. Ein Megateil. Ja, und hier sind ein paar schöne selektierte Leukofüller. Also die sind alle aus Samen von ihm gezogen. Und da sind ein paar schöne drauf mit so einem rosa angehauchten Schlund. Toll. Jetzt gucken wir mal hier in die Mitte rüber, dass wir das auch nicht vergessen. Also das sind auch alles Leukophyllasämlinge. Da sieht man auch gut die Unterschiede. Das sind welche mit ganz kräftigen Farben. Die hier sind ein bisschen blasser, aber haben eine breite Öffnung. Und so fällt eben alles unterschiedlich aus. Das ist nochmal eine Monsterflava. Das ist jetzt eine Open Pollinated Big Gun. Also Big Gun zeige ich euch nachher noch die Pflanze. Und das sind jetzt einfach Sämlinge davon, die einfach alle unterschiedlich fallen, auch einen riesen Deckel haben. Und ja, es ist wahrscheinlich irgendwas mit Flava purpurea, was darin enthalten ist. Sehr schön. Macht einfach Spaß. Also ich liebe es unheimlich, andere Sammlungen zu besichtigen, weil es immer so viel zu entdecken gibt und man kann dabei so viel lernen und einfach auch auf Treffen gehen, Leute treffen, sich austauschen. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, auch unsere GFP-Treffen zu besuchen, weil da kann man so gute Kontakte knüpfen, kriegt neue Pflanzen, tauscht sich aus, wertvolle Erfahrungen. Es macht einfach nur Spaß und über die Jahre entstehen so tolle Freundschaften. Das ist echt das schönste Hobby einfach. Hier nochmal ein Haufen Fliegenfallen. Hier ist die Darwin zum Beispiel, das ist auch eine schöne große. Ein sehr schöner Klon. Unten haben wir noch ein paar verschiedene Purpurea venosa. Und hier sind schöne Purpurea knallrot und durch die Kälte werden die so richtig knackig und kriegen eine intensive Ausfärbung. Super. Das ist die Gilpini. Anthocyaninfrei ist ein Mix aus Psittacina und ich weiß gar nicht, vielleicht Rubra. Ich weiß gar nicht, was da genau drin ist. Und das hier ist jetzt eine so witzige Pflanze. Ich finde die so geil. Das ist eine Kreuzung zwischen Psittacina und eine Mino Giant Oki Finoki. Also die wird, wenn die groß ist, die wird bestimmt noch dreimal so groß. Das sieht bestimmt richtig witzig aus mit diesem Helmchen da vorne drauf. Und das sind alles aus der gleichen Kreuzung, die Sämlinge. Und da seht ihr schon, die sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Und hier haben wir jetzt die Big Gun. Das ist diese Pflanze hier. Also ist so eine rote. Wird eigentlich auch größer. Er hat mir gesagt, dieses Jahr ist sie nicht so groß geworden. Und die Pflanzen, die ihr jetzt hier alles sehen könnt, das sind quasi Resultate aus den Samen davon. Also da seht ihr mal, wie unterschiedlich die fallen. Das sind jetzt alles so mehr die rötlichen, aber es gibt auch hier diese grünen davon. Und das ist alles aus dieser Mutterpflanze gekommen. Da seht ihr, da steckt viel Potenzial drin, wenn man eben alles selber bestäubt. Und dann spaltet sich eben die Hybride auf und ihr kriegt wieder ganz unterschiedliche Formen raus. Ja, hier hinten wird schon fleißig verpackt. Da wir demnächst auch wieder ins Auto hüpfen und zurück nach London fahren müssen, weil es so gute 4 Stunden dauert. Jetzt schauen wir mal hier hinten raus, weil da gibt es nochmal 2 Häuschen. Zum einen haben wir hier so ein Pinguicula-Haus. Schauen wir einfach mal geschwind rein.
Na, erstmal die Tür öffnen. Zack. Ja, hier ist schön warm. Also hier drin ist richtig tropisch. Das wird auch alles beheizt hier. Da hängt auch eine schöne Ventrata, die sich hier so durchs ganze Haus schlängelt. Gute 5 Meter lang. Und hier ist eben alles schön mit Pingis voll. Hohe Luftfeuchte, warme Temperaturen. Pinguiculatina hier oben. Das ist ja so ein Dauerblüher, super für die Fensterbank geeignet. Und hier eben auch verschiedene Formen. Ich mag ja diese kleinen immer sehr. Die sehen immer schön knackig aus. Das ist jetzt Pinguicula debertiana. Dann haben wir die Gypsicola. Und Pinguicula gigantea natürlich. Die größte. Da ist auch noch mal eine drinnen. Und die kann bis zu 30 cm groß werden. Da haben wir noch ein Drosophyllum. Und das hier ist wohl alles Pinguicula vesa. Sehr schön. Hier stehen noch 2 Schmelztriegel, weil so ein kleines Hobby von ihm ist, so Eisen einzuschmelzen. Ich weiß gar nicht genau, was er daraus herstellt, aber sowas holt er dann da immer raus. Und da hat er sich hier diese 2 Öfen in die Ecke hier hinten reingebaut. Und das ist so ein bisschen das Winterhobby dann. Und hier haben wir jetzt noch so ein Drosera-Haus. Da sind jetzt hauptsächlich Capensis drinnen. Alles sehr schön gewachsen. Glitzert auch so schön. Ich finde es immer klasse. Da hinten haben wir noch mehr Drosera. Das sind jetzt verschiedene Pinata-Formen. Hier haben wir Multifida Extrema. Das ist ja die, wo sich am meisten verzweigt. Die kann bis zu 64 oder sind es 68, ich weiß gar nicht, 64 Enden haben. Das ist der Wahnsinn. Viel Spaß beim Umtopfen, bis man das Nest hier auseinander hat. Da ist man ein bisschen beschäftigt und nachher wohl sehr stark verklebt. Sieht auch nett aus hier. Cool. Hier hat er gerade ein paar Versuche mit großblättrigen Utris. Reniformis ist es. Und hier stehen noch ein paar Darlingtonia. Da hat er jetzt ein paar im Gewächshaus drin. Er hat aber die meisten draußen stehen, zwischen dem Gewächshaus. Und da gehen wir jetzt mal als nächstes hin. Die Darlingtonia, die stehen hier zwischen den 2 Gewächshäusern. Dadurch ist alles so ein bisschen windgeschützt. Und wir haben halt hier in Wales unten eigentlich sehr gutes Darlingtonia-Klima, weil es ist immer ziemlich feucht und es wird auch nicht zu heiß tagsüber. Und deswegen kann man die hier ideal draußen im Freien kultivieren. Und die stehen hier alle in sehr hohem Anstau, wie ihr sehen könnt. Und die Pflanzen, ja gut, Freilandpflanzen sehen natürlich immer ein bisschen anders aus als wie die im Gewächshaus, aber sehen alle richtig gut aus. Und vielleicht kennt ihr den Klon ja auch, der steht bei mir in der Bestandsliste als sehr robust und sehr wüchsig drin. Und das ist er auch. Und der ihn teilt hier immer regelmäßig, hat er gesagt. Und er kommt kaum hinterher mit Vermehren, weil es einfach so schnellwüchsig ist und so viele Ausläufer macht, die kann er gar nicht so schnell rausmachen und einzeln topfen. Aber ihr seht, hier ist guten Bestand vorhanden und die entwickeln sich hier echt prima. Als Substrat benutzt er eigentlich auch nur das, was ich so als Standardsubstrat habe. Das kennt er ja, Torf, Perlite und Quarzsand. Und obendrauf hat er ein schönes Sphagnum-Topping dann. Also es funktioniert einwandfrei. Wobei man halt dazu sagen muss, es ist hier wahrscheinlich sehr dem Klima geschuldet, weil es hat hier ideales Darlingtonia-Klima. Hier unten haben wir noch eine schöne Sphagnum-Zucht. Das Moos, das kann man ja draußen hier gut kultivieren. Man ist so ein kleiner Unterstand gebaut hier. Und hier oben haben wir auch noch die Torfziegel liegen. Da habe ich hier auch schon mal das Video dazu gezeigt, wie die hergestellt werden. Und die werden dann hinten eben zum Anfeuern des Schmelztriegels verwendet. Und da kann man eben schön den alten Torf nochmal verbrennen. So, große Shoppingtour in England, bevor der Brexit jetzt noch kommt. Kofferraum ist schon voll. Oh ja. Und das muss jetzt alles nachher ins Handgepäck mit rein. Das wird nochmal eine Aufgabe, Stefan. Oh. Aber wer weiß, wie es mit dem Brexit weitergeht. Eventuell die letzte Möglichkeit, hier nochmal zu shoppen. Deswegen haben wir den Brexit-Shopping nochmal genutzt und haben hier fette Beute gemacht und viele neue Pflanzen für die Sammlung gefunden.
So, Stefan, du wolltest uns ja noch was präsentieren hier, gell? Pass mal auf, Leute. Tada! Alles drin! Unser komplettes Flutgepäck jetzt, alles sauber verpackt. Was sind hier in deiner Tasche drin, Stefan? Zeig doch mal. Nur ein Buch, nur ein Buch, nur ein Buch. Oh, da war doch eine Darlingtonia. Also Leute, ihr seht, alles gut verpackt. Und auch so ein Brexit-Shopping in England, Kofferraum voll, geht alles gut in kleine Taschen rein. Man muss halt die Schläuche abschneiden. Aber das ist egal, weil es eh Saisonende und da reichen einfach die schönen Rhizome. Und wir freuen uns dann nächstes Jahr an den Pflanzen, Stefan, gell? Juhu! Und los geht's, zurück nach Deutschland. Nächstes Ziel Nürnberg. Ja, guten Morgen. Ihr habt es gesehen, ich bin gestern erst relativ spät heimgekommen. Es war, glaube ich, schon 2 Uhr nachts und ich war echt fix und fertig. Deswegen einfach nur noch ins Bett und schlafen. Und vor allem muss ich ja fit sein, weil jetzt geht es ja ans Eingemachte. Weil die ganzen Pflanzen, die hier mitgebracht wurden, das ist jetzt nur ein kleiner Teil davon, die müssen ja jetzt eingetopft werden. Und deswegen sind wir jetzt hier wieder im Gewächshaus, da wo alles begonnen hat, die ganze Reise. Und da werde ich jetzt bestimmt einige Zeit beschäftigt sein, das alles zu topfen. Weil es ist doch ein bisschen viel geworden, oder war mir ja von vornherein auch bewusst, dass ich viel mitbringen werde. So sind die Sachen übrigens verpackt dann, sind alle ganz gut angekommen, gut, ein paar haben so ein paar kleine Knicke abgekriegt und so, aber das ist ja alles kein Problem. Ich glaube, ich muss die meisten Sachen eh abschneiden und jetzt geht es ans Eingemachte, das Ganze eben einzutopfen. Ja, ihr seht schon, es ist hier ganz schön viel geworden. Das, was ihr jetzt alles hier seht, das ist alles das Mitgebrachte aus England. Das sind gute 100 Töpfe, die ich hier gefüllt habe. Und ich habe jetzt auch echt 2 Tage lang gebraucht, um das alles zu topfen. Also es ist doch immer ganz schön viel Arbeit, was man vielleicht im Vorfeld gar nicht so sieht. Vor allem beim Einkaufen, da kauft man einfach nur, was einem gefällt oder was man unbedingt in der Sammlung haben will. Aber nachher ist es doch immer noch mal viel Arbeit, das alles zu topfen und dementsprechend aufzubereiten. Aber alles in allem war es ein mega geiles Wochenende. Hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelacht mit den anderen zusammen. Wir hatten richtig viel Spaß. Haben auch gut gegessen, wie ihr immer gesehen habt. Ein bisschen das englische Bier genossen. Und natürlich auch viel rumgekommen. Und der Mike hat es ja auch schon gesagt, da würde ich sich freuen, wenn nächstes Jahr oder in Zukunft ganz viele kommen würden, eben auch aus Deutschland. Und wir würden dann eben ein großes Open Weekend machen, wo wir dann eben verschiedene Sammlungen besichtigen gehen mit dem Mike zusammen. Und ich werde im Juni auf jeden Fall dort sein und kann es jedem nur empfehlen. Schaut auch einfach mal bei Mike vorbei, es ist immer eine mega geile Zeit und von den Kosten ist es auch total überschaubar. Also der Stefan hat seinen Flug ja recht günstig gekriegt, für glaube ich 30, 38 Euro sowas. Ich war ein bisschen später dran mit Buchen, bei mir waren es dann immerhin schon 120. Hotel, das waren glaube ich auch nochmal so 80 Euro für jeden. Und also die Kosten halten sich echt in Grenzen, ein bisschen was zu essen, trinken und dann natürlich das entsprechende Geld, was man noch für Pflanzen ausgeben möchte, kann, will, wie auch immer. Und ich hoffe, ihr habt da einen schönen Eindruck bekommen, wie sowas abläuft. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Matze.